Velkommen her til Jagtfeber. Mit navn er Kasper Nielsen. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher. 6.445 Zuschauer hier heute im Fuchsbau. Ein spannendes Spiel, 30-27 gegen den VfL Gummersbach. Und mein heutiger Studiogast ist Kasper Nielsen. Gekommen, um zu helfen. Kasper Nielsen will und soll die Abwehr der Füchse zusammenhalten. Wir haben Glück gehabt, dass er überhaupt auf dem Markt war. Hatte letztes Jahr in Dänemark gut gespielt, ein komplettes Saison hinter sich und hat eine Erfahrung aus der dänischen Nationalmannschaft und auch aus der Bundesliga. Kasper Nielsen steht nun im Fokus und würde sicher nur allzu gerne vom Hilfsarbeiter zum Dauerbrenner werden. Herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen bei Jagdfieber, Kasper Nielsen. Was dein Trainer über dich gesagt hat, das haben wir gerade gehört. Aber die Frage von mir an dich ist ganz klar, du bist jetzt ganz kurz in Berlin. Fühlst du dich wohl in der Hauptstadt? Ja, das ist klar. Das ist ein bisschen schnell gelaufen, alles Dinge her. Und die Leute, die Vereine und so haben natürlich das gut gemacht und so. Aber das auch gucken wir auch heute in die Spiele. Das muss noch ein bisschen Arbeit da machen und das schaffen wir natürlich auch. Aber das ist klar, das ist nicht so einfach hier in der Bundesliga zu spielen und so, aber die Gefühl, das ist sehr schön hier in Berlin zu wohnen und arbeiten und diese Mannschaft zu eintreten, aber das ist klar, das muss auch mehr arbeiten. Dago hat gesagt, du wirst der neue Abwehrchef, solange Dennis verletzt ist. Du machst einen ganz souveränen Job und die Torschützen werden immer so gefeiert, aber man sagt immer ganz locker, was man hinten nicht fängt, muss man vorne nicht werfen. Also die Wichtigkeit eines Abwehrchefs, die ist ja mindestens genauso hoch einzuschätzen, wie diejenigen, die all die Tore werfen müssen. Ja, das ist klar, dass, wie du hast gesagt, das ist immer, guck in die Zeitung, okay, diese Leute haben 10 Tore gemacht, 5 Tore gemacht und so, das steht nicht. Wie viel wir haben das Arbeiten gemacht in Abwehr so, aber so ist mit Sport und wie du hast auch gesagt, das ist die Arbeit in Abwehr zusammen mit dem Torwart, das ist unglaublich wichtig. Wir kriegen die einfachen Tore, wenn wir das schaffen, Gegenstoß und so weiter. Das so ohne Abwehr, ohne Torwart zusammen gewinnen wir kein Spiel. Ganz ehrlich unter uns, hast du irgendwann selber noch mal daran gedacht, bevor der Anruf kam, dass du irgendwann noch mal erste Bundesliga in Deutschland spielst? Ja, ich habe natürlich ein bisschen, mein Vertrag war fertig in Dänemark da. Wir haben natürlich zu Hause ein bisschen gesprochen über das. Vielleicht, wenn ein Angebot von Deutschland kommt, ich war bereit für das und wenn die Chance kommt und so. Aber es war klar, das war echt schön, wenn das war von Berlin gekommen und diese Chance hier in Berlin so arbeiten und in dieser Mannschaft. Die Verein haben sich sehr gut entwickelt und letztes Jahr 5. Platz, Pokal und so, das ist klar, das ist ein Traum herzukommen und das machen. Es war heute vom Spiel her kein Traum, es war ein Kampfspiel, aber wir haben gewonnen, 30-27. Und wie schön das Ganze war, dass es am Ende doch noch gereicht hat und welchen Beitrag du dazu geleistet hast, die bewegten Bilder schauen wir uns jetzt an. Und auch den letzten Treffer wollte er selber erzielen. Peter Nedadic krönt seine Leistung beim 30-27 Sieg seiner Füchse gegen den VfL Gummersbach mit seinem 8. Treffer in dieser Partie. 12 Minuten vor Schluss lagen wir mit 2 Toren zurück. Da waren wir natürlich noch einmal gefordert. Am Ende zählt aber, dass wir die Partie gewinnen konnten. Ausschlaggebend dafür war sicherlich, dass wir letztlich ruhiger gespielt haben als Gummersbach, die in den letzten 10 Minuten teilweise zu schnell zu viel gewollt haben. Wir haben in den richtigen Situationen immer wieder entscheidende Tore erzielen können. Mit einer 3-Tore-Führung gehen die Füchse in den 2. Durchgang. Doch das Torepolster sollte langsam aber sicher schmelzen. Wichtig daher dieses schöne Anspiel von Peter Nedadic auf Paul Drucks. 2, die sich augenscheinlich verstehen. Im Tor sind dann wieder einmal die Qualitäten von Silvio Heinevetter gefragt, der den 7 Meter von Ex-Kollege Marc Bult gekonnt entschärfen kann. Doch die bis dato ungeschlagenen Gummersbacher kommen immer besser in die Partie. Maßgeblichen Anteil daran hat die linke Achse des VfL, Andreas Schröder und Paul Santos.
der auch an der nächsten Szene beteiligt ist. Abspielfehler von Ico Romero und der österreichische Linksaußen der Gäste bleibt ganz cool und gelassen beim Tempo-Gegenstoß. Füchse-Coach und Bundestrainer Dago Sigurdsson sieht nun eine immer enger werdende Partie, in der die Gäste mit 20:21 in Führung gehen. Warum die vorhergehende Aktion von Alexander Becker, dessen Hand Peter Nedaric klar im Gesicht trifft, von den Schiedsrichtern nicht geahndet wird, bleibt offen. Klar ist, die Füchse sind nun gefordert. Und da kommt der Neuzugang Peter Nedaric wieder ins Spiel, der nun noch einmal aufdreht. Er spielt im Moment super, also macht viele Tore, dirigiert vorne sehr, sehr gut und ist ein super Spieler. Nicht ganz so schlecht ist auch das Anspiel von Paul Drucks auf Matthias Hachison, der zum 23:23 trifft. Für den Mann mit der 13 gibt es eine kurze Pause, bevor es dann in die entscheidende Phase der Partie geht, in der Nationalspieler im Zusammenspiel sind. Fabian wieder auf Paul Drucks und der setzt sich im 1:1 eindrucksvoll durch. Wir haben im Angriff echt solide gespielt, wir haben immer gute Spielzüge gehabt, hatten dann echt Pech im Abschluss, haben viele 7 Meter verworfen heute und da haben wir die Gegner wieder eingeladen, Tore zu machen. Zum Ende der Partie treffen die Füchse dann aber immer zum richtigen Zeitpunkt und gewinnen so ihr zweites Heimspiel in dieser Spielzeit trotz kurzweiliger Mühen mit 30:27. Es ist schön zu sehen, wie viele Leute hier zum Handball kommen und dass das Publikum das Spiel versteht und deswegen immer wieder auf Situationen, wie beispielsweise Schiedsrichterentscheidungen, schnell reagieren kann. Das ist wirklich beeindruckend. Gute Stimmung im Fuchsbau und ein fachkundiges Publikum, das mit Sicherheit auch der Meinung ist, dass Peter Nedaric ein richtig guter Neuzugang ist. Es ist ja schon immer sehr, sehr spannend, wenn die Füchse zu Hause spielen. Erzähl mal die Dinge aus deiner Sicht, warum das Ganze nochmal so spannend geworden ist. Ja, also ehrlich muss ich sagen, unsere Abwehr war nicht so stark heute. Wir haben viele Probleme gehabt. Wir haben einmal so lange vorne gegangen, einmal ein bisschen so viel gewartet und so. Und das hat nicht so gut passt zusammen heute. Und wir haben Anfang zweiter Halbzeit sind wir vorne mit 3 oder 4 Toren. Wir haben 7 Meter gekriegt und vielleicht, wenn wir ein Tor da machen und das fertig machen, dann kriegen wir vielleicht ein besser zweite Halbzeit. Aber hier in Bundesliga, die Mannschaft kämpft immer über jeden Ball und wir auch gucken heute, Gummersbach war schnell zurückgekommen und vorne da. Aber war wichtig für uns, wir weiterkämpfen da und haben diese 2 Punkte gekriegt heute. Was denkst du, was mit dem Team der Füchse Berlin möglich ist? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich muss sagen, auch die ersten 3 Spiele hier in der Bundesliga, also die Mannschaft normal muss gewinnen. Kiel hat 2-mal verloren. Gummersbach haben einen guten Angriff gehabt und so. Das ist echt schwer dieses Jahr zu sagen. Ich glaube, viele Mannschaften kämpfen für die hohen Tabellenspitze zu kommen. Und ich hoffe nur, wir immer besser sein, immer die Spiele in Abwehr, in Angriff besser zu machen. Und hoffentlich können wir hier zu Hause viele Punkte holen und müssen wir gucken bei Weihnachten, wie das sieht aus. Ich würde mich freuen auf viele Punkte. Und ich glaube, dass der Velo-Taxifahrer auch froh war, wie er euch auch gute Punkte gewünscht hat, wo es vorbei war. Und die Bilder davon, dir mit dem Velo-Taxi, wie ihr in Berlin unterwegs wart, das gucken wir uns jetzt an. Nun ist er mittendrin, in Mitte. Auf die Heimspielpremiere im Fuchsbau gegen den Bergischen AC folgte die Sightseeing-Premiere für die dänische Abwehrkante der Füchse Kasper Nielsen am Brandenburger Tor. Das ist mein erstes Mal und ich muss bedanken für die Einladung, hier zu kommen. Und ich wollte, glaube mit meinen Freundinnen und meinem Kind noch einmal herkommen. Und das ist echt schön hier, auch mit Pferden und alles. So, ich glaube, ich brauche vielleicht viel Zeit hier in Berlin mit Handball natürlich, aber viele angucken und das ist schön. Zwar nicht die Pferde gesattelt, dafür aber ein Velo-Taxi bestiegen. Dank der guten Beine von Pfarrer Finn geht es vom Brandenburger Tor aus in Richtung Gendarmenmarkt. Zuvor gibt es aber erste Anmerkungen zum neuen Wohnort. Da sieht man so die Skyline in den Fernsehturm und alle Sachen. Ansonsten gibt es hier im Zentrum ganz viele die wichtigsten Gebäude und Reichstagsgebäude ist sehr schön, kann man reingehen.
Also ich finde es immer schön, wenn man eine Aussicht hat oder Fernsehturm, ja, immer auch eine gute Aussicht. Dann kriegt man erstmal so einen Überblick, wo alles ist. Einen Gesamtüberblick, wo was in Berlin zu finden ist, muss sich der gelernte Elektroinstallateur und Immobilienmakler erst noch einmal verschaffen. Doch der zweifache Europameister hat sich bereits gut eingearbeitet in seine neue Rolle als Abwehrchef der Füchse. Ich bin 39 Jahre und habe viel Erfahrung und das auch, jetzt, ich bin ein bisschen Abwehrchef und ich muss mit den anderen Leuten viel reden und das hilft auch mir und das bringt mir auch viel, wenn wir zusammen in die Spiele reden und ein bisschen mit den Trainern und so. Und ich probiere natürlich das zu machen und ich glaube auch, das passt eigentlich gut für diese Mannschaft her. Die Hauptstadt Berlin gilt als schnell, multikulturell und hip. Wird durch das Velotaxi ein wenig entschleunigt. Auch der Abwehrspieler Kasper Nielsen ist im Laufe der Jahre ein wenig ruhiger geworden. Ich kann nicht sagen, das bringt mehr Spaß jetzt. Das habe ich auch früher gemacht, aber wie du hast gesagt, das ist ein bisschen mehr locker jetzt. Und das ist auch nur Handball. Natürlich arbeiten und sehr wichtig für uns zu gewinnen und die Handball gut zu machen und so. Aber das freut mich auch sehr viel. Man hat die Möglichkeit, wie 39 her in Deutschland zu spielen, in Berlin zu spielen und haben die Möglichkeit, so ein bisschen locker sein und Erfahrung mitnehmen und die jungen Leute ein bisschen lernen und so. Und das bringt auch mit viel wie Menschen und auch wie Spieler. Die Fahrt endet leider viel zu früh, denn der zweifache Europameister muss anschließend noch zum Training. Doch der sympathische Däne hofft, noch viel entdecken zu können. Es war super. Also auch mit so schönem Wetter. Und ich bin auch hier in Innenstadt mit Fahrrad zu fahren. Und geht ein bisschen langsamer, kannst das angucken. Und habe viele gute Dinge von den Jungen hier gehört, wo ich muss vorbeikommen und essen. Sportlich hat Kasper Nielsen bereits bewiesen, dass er ein richtig guter ist. Und spätestens nach der Fahrt durch Berlin ist klar, dass er zudem wissbegierig, neugierig und ein richtig herzlicher Typ ist. Bist du noch pünktlich gekommen zum Training? Ja, bis jetzt. Aber ich fahre auch bis jetzt immer zusammen mit Paul. Und er ist immer pünktlich und so. So bis jetzt habe ich das geschafft und muss wir hoffen, es weitergeht. Sightseeing habt ihr gemacht. Ihr habt das Ende der Fahrradtour gehabt am Alexanderplatz. Genauso wie das Brandenburger Tor, eines der Wahrzeichen aus Berlin. Ich hoffe, dass du auch ein Wahrzeichen wirst, der Füchse Berlin. Herzlichen Dank, unser Ersatzabwehrchef Kasper Nielsen.